Zuschauer, Israel ist in einer Depression traumatisiert, aber es hat seine Hoffnung nicht aufgegeben. Hier im gesamten Land wird im Moment viel gebetet. Hinter mir sehen Sie die größte Synagoge der Welt vor der Klagemauer. Und vor wenigen Tagen sind hier über 100.000 Menschen zusammengekommen, die gemeinsam für Frieden gebetet haben. Auf der ganzen Welt wird gebetet. Die internationale christliche Botschaft mit ihrem Hauptsitz in Jerusalem hat seit dem ersten Tag des Krieges, seit dem 7. Oktober, jeden Tag gebetet. Und mittlerweile schließen sich diesem Zoom-Gebet jeden Tag hunderte, tausende Menschen aus aller Welt an und beten für den Frieden hier in Israel, in Jerusalem. Führende Rabbiner haben sich mit Knesset-Abgeordneten und vielen geistlichen, christlichen Leitern aus aller Welt zusammengetan und haben eine Gebetsinitiative gestartet. Und vielleicht haben Sie selber auch schon mitbekommen, in vielen, vielen Kirchen und Freikirchen in Deutschland und auf der ganzen Welt wird im Moment für Israel gebetet wie nie zuvor. Vielleicht wollen Sie sich ja so einer Gebetsinitiative anschließen. Dann möchte ich Sie ermutigen, schauen Sie doch mal auf die Webseite der icej.de. Dort finden Sie diese Gebetsinitiative Jesaja 62. Wäre schön, wenn Sie mitbeten. Ich denke, es ist heute sehr wichtig, dass wir an der Seite Israels stehen, im Gebet, aber auch mit unseren Aktionen, mit Wort und Tat.